Ich bin Jenny und bin Auszubildende im dritten Lehrjahr zur technischen Produktdesignerin Fachrichtung Maschinen- und Anlagenkonstruktion. Meine Ausbildung geht in der Regel 3,5 Jahre, aber man kann auch auf 3 Jahre verkürzen. Man kann sich sozusagen freiwillig melden, sagen, wie auch immer, dass man die einfach früher schreiben möchte. Und man kann auch mit dem Betrieb dann abklären, ob das in Ordnung ist, und dann kann man die einfach ein halbes Jahr zuvor schreiben. Man hat die Zwischenprüfung, auch Abschlussprüfung Teil 1 genannt. Die zählt bei uns auch 30%. Die ist an einem Tag, da schreibt man praktisch und schriftlich. Und dann hat man noch die Abschlussprüfung Teil 2. Die ist ein betrieblicher Auftrag. Man kann selber eigentlich entscheiden, was man machen möchte mit dem Ausbilder zusammen. Zum Beispiel irgendwelche Änderungskonstruktionen, wenn irgendwas vielleicht woanders sitzen muss oder Verbesserungen vorgeschlagen werden müssen. Aber man könnte auch von der IHK direkt eine Prüfung machen. So 70 Stunden lang. Und dann auch noch eine schriftliche Prüfung, die man in der Schule dann aber auch schreibt. Bei uns ist das die Friedrich Ebert und Esslingen Zell. Die ist bei uns der Standard, weil es sonst zum Beispiel an der Oede oder auch in Nürtingen nirgends eine sonst gibt. Das ist abwechslungsreich bei uns oben. Also es kommt drauf an, was gerade so ansteht. Wenn viel ansteht, kann es sein, machst du hauptsächlich Zeichnungen, also Baugruppen und Einzelteilzeichnungen. Aber wenn zum Beispiel gerade weniger ansteht, mache ich auch Änderungskonstruktion, heißt, wir haben Baugruppen, wo irgendwas geändert werden muss, und dann nehme ich das vor, mache die Konstruktion dafür und die Zeichnungen. Wir haben auch Versetzungen, also da geht man in verschiedenste Abteilungen, von Montage bis in die Fertigung, sogar noch in die Arbeitsvorbereitung, also die, wo alles einkaufen und bestellen. Das finde ich auch wichtig, dass wir das Ganze machen, weil man sieht halt auch die internen Abläufe, und auch zum Beispiel in der Montage finde ich halt wichtig, dass du siehst, hey, darauf muss ich achten beim Konstruieren. Und das muss halt den Fertigern und Monteuren einfacher machen, nachher das Ganze. Hart ist es geworden. Ich habe selbst in der 8. Klasse schon von der Schule aus, weil wir mit dem Reichberg Realschule haben ja auch Kooperation. Da war ich auch schon eine Woche hier und habe auch meine Ausbilderin kennengelernt und habe selber auch mal mit ein Teil designt und auch gefertigt und so. Und da hat mir die Firma eigentlich gut gefallen, und ich habe gedacht, hey, wenn ich da einen Job bekomme, erstmal ist es nicht weit weg von zu Hause, und zweitens hat mir die Firma da auf Anhieb eigentlich gefallen gehabt, weil es mir einfach Spaß gemacht hat. Und deswegen habe ich mich eigentlich für Eberhard entschieden.